Ich suche dann wohl besser mal diese Schweine. Wann ist das alles nur so aus dem Ruder gelaufen, Chase? Genau, Chase ist ein guter Cop und er jagt Schweine. Und ich jage auch wieder nicht dem Teddy hinterher, weil der wieder keine Zeit hat, beziehungsweise sowieso im Dauerstress ist. Und wir haben uns jetzt ziemlich darauf geeinigt, dass ich wahrscheinlich jetzt den ganzen Storykram allein machen muss, soll. Aber okay, ich bin wieder da und ich hab Bock auf Lego. Und weil ich ja immer noch so viel Ruhe habe hier und so viel aufnehmen will, mache ich das einfach mal. Und jetzt sehe ich gerade, ich stehe in der Polizeistation. Und die Schweine waren ein wenig auf dem Land. Okay. Ich muss mich gerade mal ein bisschen reindenken. Polizist. Ja gut, ich kann doch irgendwie meine Marke zeigen. Nicht mit R1. Ach, das war jetzt diese komische Kamera. Nein, ich will das Bild nicht speichern. Ich glaube, das wird jetzt jedes Mal passieren, wenn ich dieses Spiel starte. Ich drücke aus Versehen auf R1 und mache ein Bild. L1 war's. Gut. Oder auch nicht gut. Aber wir haben doch eigentlich hier bestimmt ein paar Wägelchen rumstehen. Ein ganzer. Da steht sogar Chase drauf. Das ist ja cool. Ist das ein Privatauto? Kann das sein? Das würde mich mal interessieren. So. Oh Gott. Das fährt sich zumindest so, wie ich auch immer fahren würde. Ach du meine Güte. Lux. Joa, Lego City. Es ging jetzt eine Weile nicht weiter. Dann habe ich mit Teddy drei Parts mal zwischendurch aufgenommen. Nach seiner interessanten Sauftour da. Und ja. Jetzt wollen wir wieder ein bisschen Story sehen. Und ich fahre dahin. Ich versuche mich echt noch zu erinnern. Ich glaube, ich hatte doch damals noch diesen Anzug freigespielt, der dann auf einmal bei der letzten Aufnahme dann doch nicht dabei war. Also wird er jetzt wahrscheinlich auch wieder fehlen. Aber gut, ich hoffe mal, da fährt man jetzt einfach hin und findet dann direkt das, was man sucht. Sonst wäre es ein bisschen nervig. Aber egal. Ich habe ja inzwischen jetzt auch Themen zu erzählen während der Fahrt und ich fange einfach mal an mit der großen, großen, großen Sache, die bald hier ansteht, nämlich der Gamescom. Habe ich ja vorhin zu fahren. Teddy kommt auch mit. Wir haben zwar noch absolut keine Unterkunft gesichert, was ein bisschen doof ist, da das heute in 2 Wochen losgeht. Also wir sind Donnerstag und Freitag wahrscheinlich da. Je nachdem, ob wir irgendwie zu viel Lust haben, sogar noch einen Tag länger. Und ich bin mal gespannt, wer so kommt. Hering wollte ja kommen. Ich habe jetzt noch nicht genau von ihm gehört, wann er denn da ist und ob er überhaupt kommt und ob er schon eine Unterkunft hat. Und Schnubbi und Lou wollten ja auch erst eigentlich 2 Tage kommen. Da sie aber dann inzwischen noch eine süße kleine Katze gekauft haben, beziehungsweise einen süßen kleinen Kater, haben sie halt das Problem, dass da keiner ist, der aufpassen könnte. Also wenn jemand von euch da einspringen will und aufpassen und ihr noch ein bisschen Geld geben, damit hier die Zugfahrt und die Übernachtung nicht so teuer ist, macht das ruhig. Ich will die Leute sehen. Das ist die große Chance. Aber ich hoffe trotzdem, dass die beiden wenigstens an einem Tag dann mal vorbeikommen. Und dann kann man sicher ein paar lustige Dinge unternehmen und Videos aufnehmen, Bilder machen, oh, das wäre cool. Aber gut, dann, wenn ich wieder Leerlauf habe, erzähle ich da weiter und jetzt hüpfe ich raus und gucke Frank auf seinem Pferd zu. Naja. Ich merke gerade, das war ich muss nochmal so viel nachholen. Schade. Ich dachte, das Spiel speichert öfter zwischendurch. Ja, gut, die warten wir nochmal. Einfach A, hier haben wir einfach A. Gut, dann kann ich dir noch ein bisschen erzählen. Geölt müsste er werden. Wenn ich nur wüsste, wo ich die Kanne gelassen habe, müsste meine Fußabdrücke zurückverfolgen, um rauszufinden, wo das Öl ist. Ja, so. Also Gamescom. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt, dass wir da so mal machen könnten, irgendwelche Wünsche oder wenn ihr uns treffen wollt, aus welchen Gründen auch immer, ihr verrückten Stalker, beziehungsweise wahrscheinlich eher Hering. Könnt ihr mir das gar nicht vorstellen, wie es dann ist. Hering wird von 80 Leuten erkannt und ich stehe dran, wer bist du eigentlich? Wahrscheinlich wird sogar eher Teddy erkannt als ich. Naja. Ja. Ob ihr irgendwie Fotos sehen wollt oder ob irgendjemand ein Video aufnehmen soll oder was auch immer, könnt ihr mal so ein paar Sachen einfach schreiben. Denn das ist halt eine Gelegenheit, die hat man nicht oft. Wir wohnen ja wirklich alle quer durch Deutschland verteilt. Stubbi schwankt ja zwischen Saarland und Bayern dauernd. Ich liege irgendwo in der Mitte und Hering ganz im Norden. Ist schon schade irgendwie.
Aber das ist der Fluch des Internets. Man lernt tolle Leute kennen, nur wohnen die meistens einfach nicht um die Ecke, sondern halt am Arsch der Welt, von allem aus gesehen. Aber ich freue mich drauf. Und ich hoffe wirklich, dass alle kommen. Und, ist mir nicht ins Wort. Da ich die Videos hier zeitnah hochladen will, wird das also wahrscheinlich schon am 9., da heute 8. ist, rauskommen. Und deswegen war die Frage oder die Bitte an euch, falls jemand auch zu Gamescom fährt heute, auch ein paar Tage länger oder überhaupt allgemeine Ahnung hat, wie es denn aussieht mit Übernachtungsmöglichkeiten, die man jetzt noch kurzfristig finden könnte. Die auch nicht jetzt irgendwie überteuert sind, sondern von mir aus irgendeine Ferienwohnung, irgendein so ein kleines Zimmer, das ja einfach nicht viel kostet, von mir aus auch ein bisschen außerhalb gelegen ist, weil die Gamescom-Tickets, die zählen ja, glaube ich, auch schon als Zugfahrkarte und Bahn, was auch immer, was halt so in der Nähe ist. Ja, dass man da einfach mal ein paar Links schickt oder ein paar Empfehlungen, falls ihr das selbst schon mal gemacht habt. Was man da am besten finden könnte, wo man sich da am besten nochmal meldet und doch noch was kriegt. Denn ich habe keine Lust dann da für 2 Tage jeweils hoch und runter zu fahren nach Köln. Die Fahrt von mir dauert zwar nur 2 Stunden, aber gut, die Zugfahrt an sich kostet ja leider auch was. Ja, falls ihr jemand Tipps habt, immer raus damit. Ihr tut mir einen großen Gefallen damit und dadurch könnte noch ein wenig mehr interessantes Material entstehen. Ich bin echt gespannt. Ich habe schon mal überlegt, irgendwie so ein Videotagebuch zu machen, aber dafür bräuchte ich eine Kamera. Da mein Handy natürlich jetzt im Urlaub mal wieder kaputt gegangen ist, weil einfach der, wie heißt das Ding, das Display eigentlich abgefallen ist. Und ich habe keine Ahnung warum, aber gut, das ist halt die Smartphone-Qualität von heute. Bloß alles so bauen, dass alles ganz leicht kaputt geht, damit man dann für 300 Euro die Reparaturen abknöpfen kann. Ja. Schöne Sache ist das. Nervt. Aber es gibt sicher Möglichkeiten, das irgendwie hinzubekommen. So, und jetzt versuche ich nochmal den Farmer. Ich meine doch eigentlich, dass ich bis hierhin gespielt hatte und dann beendet habe. So ein automatischer Speichervorgang passiert hier auch nicht. Nun gut. Sammle ich also ein paar Schweinchen ein. Ja, ja, ich verstehe. Ja. Ach genau, dann soll ich da hochklettern und lauschen. Was die Tiere so zu sagen haben. Ich verstehe. Ja, gut. Los. Ja, schön. Verwundert mich echt, dass das nicht speichert. Riechen gar nicht so schlimm. Oh, nee, doch. Jetzt riech ich's. Ich sollte die Schweine möglichst schnell finden. Oh Gott. Also wenn diese Quest hier gemacht ist. Quest, ja. Diese Mission. Dann vielleicht mal die Reinigung aufsuchen, Chase. Ja, du darfst doch weiterlaufen. Tatsächlich mal ein UFO gesehen? Oh ja! Ich sah dieses komische, unheimliche Licht und wurde dann in dieses Raumdings gezogen. Da haben sie komische Sachen mit mir gemacht. Oh, was für Sachen denn? Haben tief gebohrt. Na, du weißt schon, mich nach meiner Kindheit gefragt und so. Oh. Und dann haben sie diese Maschine. La la la, ich kann nicht hören. La 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 la, immer noch nicht. La la la, ich höre nicht zu, ich höre nicht zu. La 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 la, sind sie fertig? Was zur Hölle? Ein Sprunghuhn? Wie geht das jetzt? Ich hab's nicht ganz verstanden. Drücke A, aber. Darf ich jetzt mal beginnen und drück B, um zu halten? Ich bräuchte wahrscheinlich einen Huhn für. Aber nicht meinen neuen Mähdrescher. Sie haben einen neuen Mähdrescher? Oh, einen niegelnagelneuen Mähdrescher. Kann ich den Schlüssel haben? Nein, habe ich doch gerade gesagt. Ach, nee, hä? Was ist denn das Huhn? Sie müssen also jeden Morgen um 5 Uhr raus? Ja. Selbst am Wochenende? Ja. Jeden lieben Tag. Wow! Sogar samstags? Ja, der Kerl ist genervt und ich irgendwie leicht auch, weil ich einfach keinen Huhn finde. Richtig. Keine Ahnung, ob ich das hier genau machen soll.
Gut, jetzt klettern wir erstmal hier hoch. Vielleicht gibt es hier noch irgendwas Interessantes, was ich übersehe. Sie klettern gerne, verstehst du? Wenn du Schweine in den Dachsparren sehen würdest, hättest du auch einen Hut auf. Also da haben sich echt zwei gefunden. Wenn echt die Frage, wer den größeren Knall hat. So. Na komm, Jesse, beweg dich. Ich würde verdammt nochmal gern wissen, wie ich das mache. Hier muss es doch irgendein Huhn oder sonst was geben. Drücke A, um mit dem super Hühnerkleiden zu beginnen. Drücke und halte B, um zu gleiten. Also, ganz ehrlich, ich hab grad. Aha. Wo hab ich das jetzt rausgezogen? Aber gut. Ja. Yeah. Okay, ich frag einfach nicht. Das Nein. Ja, ich bin hier. Und dann fliege ich heute. Nicht nachdenken, Troy. Einfach machen. Du hast einen Huhn im, was auch immer, in deinem Hut, in deinem Hemd, in der. Das wird auch den Geruch erklären. Ja, wo auch immer versteckt. Und dann ist das halt so und man kann das machen und ich würde gerne hochklettern. Aber vorher werde ich noch reich. Hallo? So. Gut. Und hier darf ich jetzt lauschen, was die Leutchen hier zu sagen haben. Ja, du kriegst es in Chase. Wunderbar. Dann rüste ich mich um und dann fange ich an. Ein wenig umdrehen, das ist immer so wahnsinnig praktisch hier mit diesem Mikro vor mir. Aber anscheinend gibt es noch ein Signal. Wow. Doch so viel. Das hätte ich auch jetzt gar nicht von hier sehen können oder so. Ich glaube, das bleibt einfach ein Kritikpunkt von mir. Dieses dauernde Wechseln. Ey, cool, wäre das irgendwie automatisch gewesen. Und schon zumindest bei diesen großen festgeschriebenen Sachen dann sofort in seine Verkleidung schlüpft. Wird deutlich Zeit sparen, weil man denkt auch meistens einfach nicht dran. Aber nun gut. Komm her, Schweinchen. Nee, ich drück jetzt X und reize dich. Ich will nicht mehr. Bitte. Hüpf. Tatsächlich. Gut. Jetzt darf ich noch mehr suchen, wahrscheinlich. Oh, das geht ja noch. Es Unfug zu treiben. Betsy. Na gut, wenn mir das so schön auf dem Präsentierteller serviert wird, dann ist das ja noch erträglich. Also wenn das so abläuft, von wegen dreimal zu so einem Punkt gehen, ein bisschen lauschen und dann dahin schweben mit den Hühnern aus dem Hut, dann ja, dann geht das. Und trotzdem will ich immer. Ach, das kann man immer machen. Das ist ja cool. Macht das einen schneller? Naja. Kann ich das zusammenbauen? Ist das weiß und blau? Nein, schade. Aber gut. Ich will das echt mal testen, ob das jetzt was bringt, zu fliegen? Nee, gibt sich vom Tempo nicht viel. Ich glaube, das macht sogar noch langsamer. Enttäuschend. Was ist denn das hier? Kaffee servieren? Ich werde noch Sekretär. Juhu! Okay. Yeah. Ich feiere den Tag, an dem ich das hinkriege, direkt die richtige Verkleidung zu finden. Ja, da. Oink, oink. Ich hab dich gehört. Was? Hast du versucht abzuhauen? Sind abgehauen? Nee. Ja. Schön, dass diese Erklärung da unten steht, wenn ich so eh kenne. Keine
Kann ich das nicht einfach aufheben und wegtragen? Oder was weiß ich, gerade auf ein Auto laden? Na gut. Was finde ich hier? Ein Radio mal wieder? Okay. Bin schon wieder gespannt, was sie sich hier ausgedacht haben. Dann drehen wir mal und dann passiert was.